Hallo, willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin's, lieber Odo. Wir sind zurück bei Victoria 3 mit Österreich Bahn. Ich habe jetzt gerade wieder angefangen und habe in Episoden ein paar Dinge mir angeschaut. Zunächst einmal habe ich alle meine Provinzen, in denen ich sehr wenig billige Arbeitskräfte hatte, auf die ähnlichsten Produktionsmittel gestellt. Mein Revolutionsrisiko ist wieder gesunken. Das sind jetzt nur 65%. Das heißt, das geht runter jetzt gerade. Was ich gut finde. Wir haben definitiv ein Problem mit Kohle und Öl. Ich meine, Kohle ist nicht das Problem, weil wir können das weiter ausminen. Aber wir haben einfach wenig Öl. Ich habe keine Ahnung, wie ich das Problem lösen soll. Es gibt auch kein Öl weltweit. Deswegen bin ich jetzt mal hergegangen und habe mir gedacht, okay, jetzt erobere ich mal die Crucial States hier. Einfach, weil das nur 4,7 Inseln bedeutet. Zweitens habe ich dort die Chance, dass ich Öl finde. Und im schlimmsten Fall, wenn ich wirklich Öl finde, kann ich dort noch immer eine Greener Grass Campaign machen. Dass sich Leute in der Gegend ansiedeln, damit ich das Öl auch abbauen kann. Unsere Reputation ist gut genug, dass wir in der Infamie nicht steigen werden, wenn wir das machen. Und ich habe große Hoffnung, dass uns keiner in die Quere kommt. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ah, die habe ich vergessen, oder? Nein, die habe ich vergessen. Die habe ich sicherlich auch angeschaut, oder? Nein, die habe ich nicht angeschaut. So eigentlich. Ach, wenn ich in die Liste gegangen bin und möglicherweise diese Dinger nicht in der Liste drinnen sind. Genau. Das ist Rated Territory. Die habe ich vergessen. Nicht mehr lange, 13 Jahre noch. Mal weg. Noch 13 Jahre. Du hast keine Peasants mehr, stimmt, bei dir muss ich das eigentlich auch machen. Aber ich glaube, bei euch habe ich das schon gemacht. Ja, ich auch. Ja, Glasworks gibt es noch keine Verbesserung, was das betrifft. Das sowieso nicht. Urban Centers. Dann wird Transport sind. Wir das ab. Rain stellen. Ja, aber bevor ich keine Leute habe, die auf den Feldern arbeiten. Außerdem, im Endeffekt ist es ja so, dass ich mehr Ausgaben für Rail habe, aber dafür weniger Ausgaben für, also Railroad ist, war das.
oder für weniger Ausgaben für die Angestellten. Jo. Da brauche ich auch nur noch sehr wenig Leute. Aber ich glaube, da habe ich schon alles bestellt. Yep. Tech. Ich muss mit Bellen, habe ich auch schon gemacht. Ja. Aber gibt. Da habe ich auch keine Peasants mehr. Wow. Jetzt habe ich gleich wieder Peasants. Die haben. Mhm. Das ist eine mühselige Sache. Bestellt. Livestock. Buyers. Weil das kostet nur Eisen. Und auch Eisen ist recht günstig. Praktisch keine Kohle. Was? Also, war nicht umstellen, war nicht umstellen, da auch nicht. Extra Mills. Uff, Strom ist. Was liegt hier noch? Bis jetzt haben jetzt die, glaube ich, Leute frei gemacht. Ah, da können wir auch. Kostet auch nur Transport. Von mir ist genug. Sehr gut. Okay, ja, also genau, wir wollten eigentlich hier und an die Russland, hasse euch. Russland hat, glaube ich, gerade seine eigenen Kriege, oder? Ja, es hat einen eigenen Krieg gerade. Der gar nicht so gut läuft. Wo ist dieser Krieg? Wieso läuft der gar nicht so gut, frage ich mich gerade. Ah, die haben da schon annektiert. Ja, aber Russland ist unser Buddy. Die würden niemals etwas tun gegen uns. Wir tun ja auch nichts gegen sie. Wenn die irgendwo eingreifen, kümmern wir uns darum, dass es geht. Okay. Die walachische Aristokratie-Revolte hat da praktisch alles gewonnen. Aber erobern tun sie nix, oder wie? Ja, da macht kurz keiner mit. Frankreich und...
Problem, aber wir hoffen mal. Oh, das war nett von Ihnen. Das war sehr nett von Ihnen. Wirklich, wirklich. Inkorporieren wir das gleich. Einfach weil wir die Administration haben. Dann hoffen wir, dass wir hier Öl finden. Und auch die ein gut zu laufen, weil sich keiner mehr einmischt. Perfekt. Ich finde das interessant. Scheinbar greifen die Serben mit ihren 3000 Mann die 20.000 Rebellen an. Die verteidigen nur. Die haben aber so wenig Truppen. So echte Truppen. So, 73 runter. Ja, komm ganz langsam bergab. Das ist gut, wir brauchen keine Revolutionen hier im Land. Alles wird gut. Keiner muss sich wehtun. Genau, 72%. Wir machen diesen Krieg schnell fertig. Der ist ja ganz schnell. Der Aufstand in Benin und in Portugal interessiert mich auch nicht. Der wird so nichts. Portugal interessiert mich natürlich schon, aber um ehrlich zu sein, das wird, die haben 50.000. Den wird wohl kaum gewinnen. Ich tue einfach mal so. Als würde mich das alles nicht machen. Da ging runter weiter. Runter geht es viel langsamer als rauf. Das finde ich nicht richtig. Krakau, weil das ist jetzt gleich schon die nächste Revolution, die wir bei denen niederschlagen müssen. Das ist sehr ärgerlich. So, dann schauen wir mal, wie schaut es hier aus? 18 von 9, ja schon. Wie schon gesagt, es fehlt uns noch zu Oldenburg oder Bremen. Und da fehlen uns noch viele. Oder Mecklenburg-Strelitz. Oder Frankfurt. Oder Braunschweig. Oder bei Braunschweig Essen, haben wir gesagt. Und Bayern auch. Genau, 68% weniger werden, noch weniger werden. Passt. Ein Konflikt interessiert uns, ja.
irgendwo. Und Revolutionary Quali, oder? Das ist, glaube ich, die eine freie. Ja, genau. Okay, das ist mir egal. Das eine freie Reich innerhalb Indiens. Ich habe mir auch angeschaut, könnten rein theoretisch. Doch nicht. Wo haben das? Irgendwo habe ich das gesehen. Wenn ich subject, geht das nicht mehr. Ach, vielleicht haben sie mir gegenüber die Beziehungen verbessern in der Zwischenzeit. Roman hätte ich nämlich annektieren können. Was nett gewesen wäre, wenn ich dieses Stück gekriegt hätte, vielleicht wieder. So, okay, gut. Wir haben 65% minus 0. Komm schon. Radicalism. Sinke. Wir sind zu. Wir gewinnen eine wunderschöne Schlacht. Anderen. Wir sind die Besten. Die Bestesten. Ah, Portugal. Hat auch kein Problem mehr. Wie ist das eigentlich mit dem Konflikt? Wieso ist der War Support von denen so niedrig und von denen so hoch? Absolut irre, eigentlich. Ja, es könnte auch, ich meine, ich sage das nur ungern, aber was wir machen könnten, rein theoretisch, Freunde, ist, dass ihr Land Owner einfach mehr zu den Radikalen zählt. Ihr habt nur noch minus 3 Coins. Ich müsste es nicht unterstützen. Ihr könnt eure Entscheidung zurückziehen, wenn ihr wollt. Ich will Hawaii erobern. Okay. Aber wir haben auf jeden Fall wieder ein Plus. So, also können wir da ja jetzt nicht machen. Einstellen mal. Achso, warte jetzt mal, wir werden dann mal dieses. Ich weiß nicht, ob es profitabel sind. Auf jeden Fall haben wir mehr Pests dann zu finden. Weil, dass wir. Was würde es bedeuten, den Port umzusteigen, würde uns 37 Kopf bringen, würde nur Kohle und Steamers kosten und viele Leute, die hier arbeiten. Das würde mir noch 25. Bist du irre? Wieso haben die da nur. Ach Gott. Wieso haben die da 5
Eine Stufe 5 Hafen. Euch geht's ja wohl nicht. Naja, gut, soll sein. Im schlimmsten Fall Railroad. Ach, rein gehört zum Starten. Richtig. Macher auch. Oh, Persien gehört zum osmanischen Markt. Echt. So, warte mal, wie ist es mit dem Krieg eigentlich? Zwischen dem Wasserport von minus 6. Das machen wir besser als das da. Eigentlich, nachdem die Walachei, also die revolutionäre Walachei, eigentlich Dings besetzt. Railways. Du brauchst schon Railways. Du brauchst auch schon welche. Auch noch Railways. Das ist schon welche. Sehr gut. Kontrollieren. Ein bisschen ärgerlich, dass man in seinen Puppet States nichts bauen kann. Ach, mein Plus von 100.000. Immer nur kleine Steuern. Wenn ich die Steuern noch weiter senke, mache ich ein Minus. Aber noch weniger Radikale. Na, lass uns bei den niedrigen Steuern jetzt mal. So, was ist das hier? Wieder Hessen-Kassel? Gebiete. Hannover ist wieder auf ihrer Seite. Naja, wir sind natürlich auch wieder auf ihrer Seite. Mann. Inefficient agriculture. The industrialists have started complaining about the existence of subsistence farms. Yeah, we should follow their advice. They serve our purposes. Na super. Put some proper scatter pop. Ich will die Apostrata nicht more radical machen. Ich will die eigentlich weniger radical machen. Immerhin 64.
So, na gut. Supporten sie natürlich. Brauchen sie überhaupt Hilfe? Das ist eine gute Frage. Ich meine, in Wirklichkeit sind sie eh schon da. Das heißt, wir mobilisieren genau 20. Und schicken sie an die Hesse Elbe Mons. Dread. Na gut, das will ich. Echt jetzt? Spinnt ihr Preußen? Das war's dann wohl mit meinem. Ich werde friedlich Deutschland gründen. Interessanterweise ist Preußen noch für. Obwohl sie jetzt auf der anderen Seite sind. Heißt das, ich muss mit Preußen einen Krieg führen jetzt? Wir Hessen wirklich so nicht. Könnte natürlich rausziehen aus dem Krieg. Eigentlich hatte ich gehofft, dass wenn ich dort reingehe, ich alle anderen abschrecke, dass sie irgendwas nützen. Aber denkst du? Einen Schmarrn, einen Krieg mit Preußen führen. Will Deutschland vereinigen auf friedliche Art und Weise. Ich meine, wenn ich da wirklich rausgehe, gewinnt das radikale Hetz. Wir können jetzt nochmal drinnen bleiben eine Weile. Jetzt können wir ein bisschen Säbel rasseln und ein paar Truppen noch mobilisieren. Was? Wir werden dann noch einmal 5 Barrack einbauen.
So, du, 90. Die können dich nicht retiren. Ah. Dich retiren. Könntest du bitte sterben? Ich will dich. Mein Jähriger. Schon gar nicht, weil die Landowners deine Truppe sind. Gerade da bei den. Bei den Ringen sind. Was würde passieren, wenn ich das mache? Plus 5% Interest to Political Strength. Nein, auf keinen Fall. Du wirst sicher nicht promoted. Auch wenn ich gerne jemanden hätte, der alle 50 Schiffe führen könnte, aber was soll's? Bevor ich. Na gut, das ist etwas, worüber ich mich das nächste Mal ärgere. Ihnen wünsche ich euch einen schönen Abend. Schlaft gut, träumt was Schönes. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.